Der Trick bei dieser Technik ist, den Gegner unterhalb des Brustkorbes zu treffen, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Griff um die Beine verhindert, dass er es wieder erlangt. Die Vorwärtsbewegung zusammen mit dem Schub aus der Hüfte hebt ihn in die Luft. Schmettert man ihn auf die Matte, wirken zerstörerische Kräfte von fast 1,5 Tonnen. Als ob jemandem ein 10 Kilo Sack Zement aus 3 Metern Höhe auf die Brust fällt. Die Kraft des Tritts kommt aus der Drehung, wie bei einer Abrissbirne an einem Kran. Die Körperrotation erzeugt die Wucht. Durch ein zusätzliches Schnappen des Knies erzielt der Fuß eine Geschwindigkeit von fast 50 Kilometer pro Stunde. Wenn die Ferse den Solarplexus trifft, überträgt sie eine Kraft von über 600 Kilogramm. Genug, um innere Organe zu verletzen und Rippen zu brechen. Die Kraft des Trittes kommt aus der Drehung der Hüfte. Das Prinzip gleicht einer Peitsche. Dreht man die Hüfte nur um ein paar Grad, muss der Fuß eine viel weitere Strecke zurücklegen und gewinnt dadurch an Geschwindigkeit. Je länger das Bein und je schneller die Rotation, desto schneller auch der Tritt. Anders als in Karate treffen Muay Thai-Kämpfer mit dem harten Knochen des Schienbeines. Ein Muay Thai-Tritt entwickelt etwa dieselbe Wucht wie ein Baseballschläger. Genug Energie, um eine Rippe oder ein Bein zu brechen. Es funktioniert wie eine Messerspitze. Die gesamte Kraft wird auf einen kleinen, harten Punkt konzentriert und dadurch maximiert. Selbst wenn der Ellbogenstoß nicht zum K.O. führt, hinterlässt er meist eine Platzwunde und beendet damit den Kampf. Dieser Roundhouse-Kick ist auf maximale Schlagkraft ausgerichtet. Die kräftigen Muskeln des Oberschenkels ziehen über das Knie an den Bändern und der Fuß kann von 0 auf 34 Stundenkilometer in nur einer Drittelsekunde beschleunigen. In Kombination mit dem festen Schuh kann dieser Tritt den Nasenknochen des Gegners bis ins Gehirn treiben. Diese Technik basiert auf dem gleichen Prinzip wie ein Wurf im Judo. Der Gegner muss aus dem Gleichgewicht und dann durch seinen eigenen Schwung zu Fall gebracht werden. Im Savate ist die Technik allerdings viel aggressiver. Dieser Sweep ist zugleich ein Schlag auf eine der empfindlichsten Stellen des Körpers, die Achillessehne. Die Führungshand hat die kürzeste Distanz zum Gegner. Die fehlende Kraft wird durch die Geschwindigkeit ausgeglichen. Der zweite Schlag nützt sowohl die Drehung der Schulter als auch die Vorwärtsbewegung des Kicks und kann dadurch einen viermal so kräftigen Schlag versetzen. Ein Schlag zur Schläfe mit einer Kraft von nur wenig mehr als 100 Kilo genügt schon für ein K.O. Der Tornado-Tritt ist ein Paradebeispiel von kontrolliertem Chaos. Die schnelle Drehung verwirrt den Gegner. Dann schnellt das Knie in die Luft und der ganze Körper hebt hoch genug ab, um einen kraftvollen Tritt anzubringen. Die Wucht des rotierenden Körpergewichts gepaart mit dem satten Hüftstoß schafft einen verheerenden Hieb mit einer Stoßkraft von über 320 Kilogramm. Mehr als genug, um den Hyalinknorpel auf Dauer zu schädigen, der den Kehlkopf und die Wirbelsäule schützt. Was diese Kombination so effektiv macht, ist die Wucht, die dahinter steckt. Angetrieben durch das Laufen und den stärksten Muskel im Körper, den Oberschenkelmuskel, landet der erste Tritt mit 24 Kilometern pro Stunde. Der zweite Tritt bringt die dreifache Energie des ersten an, mit einer Kraft von über 295 Kilogramm. Das ist, als bekäme man einen Vorschlaghammer ins Gesicht. Mehr als genug, um einen Knockout zu landen und die Gesichtszüge umzugestalten. Der Axttritt entfacht seine Kraft anders als die meisten Tritte. Wenn das Bein seinen Höhepunkt über dem Kopf des Gegners erreicht, entwickelt die Körperbewegung gepaart mit der Abwärtsbeschleunigung durch die Erdanziehungskraft eine Geschwindigkeit von mehr als 32 Kilometer pro Stunde. Das reicht, um über 250 Kilogramm Kraft beim Aufprall zu entfachen und so die gegnerische Nase zu brechen oder das Schlüsselbein zu zerschmettern. Die Wucht des Kicks kommt durch das Vorschnellen des Unterschenkels zustande. Der Quadrizeps, der größte Muskel im ganzen Körper, kontrahiert und zieht an den Bändern, die ihn über das Knie mit dem Fuß verbinden. Die Kraft des Quadrizeps kann den Fuß auf eine Geschwindigkeit von fast 50 km/h bringen. Die Faust wird um 180 Grad gedreht, kurz bevor sie das Ziel trifft. Der Schwung des drehenden Arms erhöht die Geschwindigkeit des Schlages. Die Wucht des Aufpralls wird vergrößert, da sich die Schlagfläche auf die ersten zwei Knöchel konzentriert. Der Schlag hat die Wucht einer Bowlingkugel, die vom Dach eines Hauses fällt. Das genügt, um weiches Gewebe zu verletzen oder eine Rippe zu brechen.
Weil das Handgelenk in einem weiten Bogen geschwungen wird, kann es eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer annehmen. Da die Speiche wesentlich weniger nachgibt als die Faust, kann der Schlag erschütternd sein, in etwa wie der Schlag eines Axtstieles oder eines Baseballschlägers. Dahinter steckt eine Wissenschaft. Mit den Ellbogen hinter den Fäusten ist man in der Lage, 35 Kilo an zusätzlicher Kraft zu übertragen. Und da die Stöße auf die zentrale Achse des Gegners zielen, wirkt diese Kraft sehr direkt auf seinen Körper. Menschlicher Knochen hält 40 Mal mehr Belastung stand als Beton und der Ellbogen besteht fast ausschließlich aus Knochen. Er wirkt wie eine Messerspitze. Die Kraft konzentriert sich in einem kleinen, harten Punkt und ist dadurch in der Lage, auch die harten Schädelknochen zu zählen. Der Schlüssel zum Double Leg ist, die Kraft der Beine und der Hüfte zu nutzen, um den Gegner auszuheben. Je höher, desto härter fällt er. Die Beschleunigung durch die Erdanziehung kann dazu führen, dass sein Kopf mit einer Kraft von bis zu 1,5 Tonnen auf den Boden trifft. Auf hartem Untergrund wie Beton ist das mehr als genug, um schwere Hirnverletzungen zu bewirken. Der Stock wird durch eine Drehung des Oberkörpers auf bis zu 40 km/h beschleunigt. Er erzielt dadurch dieselbe Wirkung wie ein Hammerschlag auf die Schläfe. Die Kraft des Tritts kommt aus der Drehung, wie eine Abrissbirne an einem Kran. Die Körperrotation erzeugt die Wucht. Durch ein zusätzliches Schnappen des Knies erzielt der Fuß eine Geschwindigkeit von fast 50 km/h. Wenn die Ferse den Solarplexus trifft, überträgt sie eine Kraft von über 600 Kilogramm, genug um innere Organe zu verletzen. Je stärker die Verdrehung des Schultergelenks, desto größer der Schmerz. Überschreitet man den natürlichen Bewegungsradius, sind die Folgen mehr als schmerzhaft. Knorpel, Muskeln und Knochen können schwer verletzt. Genau. Man blockiert das Handgelenk des Gegners, indem man es bis zum Maximum seines Bewegungsradius verdreht. Der Druck, den es nun auf die Knochen des Unterarmes ausübt, ist sehr schmerzhaft und erlaubt die Kontrolle des Armes. Der Armstreckhebel ist ein hervorragendes Beispiel für die Anwendung des Hebelprinzips. Der Ellbogen des Gegners wird über den Drehpunkt der eigenen Hüfte gebogen, indem die Beine die Schulter des Gegners nach unten drücken und die Hände sein... Bei diesem Würgegriff wird der Kragen über den Hals gezogen, um die Blutzufuhr zu unterbrechen. Die meisten Tritte werden mit dem Ballen oder dem Spann ausgeführt. Beim Laktisme aber benutzt man die Ferse. Dadurch trifft den Gegner ein Gewicht von mehr als 900 Kilo. Das würde ausreichen, um einen Baseballschläger zu zerbrechen. Da man bei einem Überraschungsangriff keine Zeit hat, seine Arme in Stellung zu bringen, kommt die Effektivität des Burstings nicht aus der Rotationskraft des Torsos. Es sind die Beine, die einen vorwärts in Richtung des Gegners schnellen lassen. Der Block und der Schlag landen mit einer Wucht von 130 Kilogramm. Mehr als genug, um die Luftröhre kollabieren zu lassen oder die feinen Knochen des Gesichts zu brechen. Der Körper muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben, während die Arme benutzt werden, um die Angriffe aus verschiedenen Winkeln abzuwehren. Man muss seine Arme immer in einem schrägen Winkel halten, die Hände offen und gestreckt. So fängt man sich keine direkten Treffer ein. Alles wird in Richtung des Unterarms abgelenkt, was die Aufschlagskraft reduziert. Während des Würgegriffs verlässt sich dein Angreifer auf die Stärke seines Griffs und die ausgestreckten Arme, um den Griff zu halten. Aber die Kraft der Rücken- und Schultermuskulatur ist größer als die vom Gegner angewandte. Daher braucht es nicht viel, um den Griff zu lösen. Je näher deine Hände deinem eigenen Hals sind, desto größer die Hebelwirkung. Die Entwaffnung ist ähnlich wie ein Handgelenksgriff im Judo und verwendet viele derselben Prinzipien. Indem man den Gegner vorwärts zieht, während man sich eindreht, verliert dieser die Balance und man erlangt Kontrolle über sein Handgelenk. Der Lauf der Pistole wird zum Hebel und erlaubt einem, die Waffe an sich zu nehmen. Da man die Muskeln des Oberkörpers benutzt, die 10-mal so viel Kraft haben wie die der Handgelenke, funktioniert die Entwaffnung auch bei Gegnern, die viel stärker sind als man selbst.